Gucke, da drüben ist eine Tür. Das ist ja verrückt. Hier geht's runter. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Ja. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Mhm. Die Frage ist jetzt immer noch. Ich glaub da nicht dran, dass wir einfach nur irgendeine Spielschuld begleichen müssen. Nee. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Du bist doch eine moderne Frau. Wir schreiben 1912. Es wird 2012, bis ich mich für einen wie dich interessiere. Aha. Munition! Hier! Danke. Es wird 2012, bis ich mich für dich interessiere. Gut, dass dieses Spiel 2013 rausgekommen ist. Also, ich versuche hier jetzt wirklich schon alles irgendwie abzusuchen, aber ich werde bestimmt richtig viel übersehen haben. Chen Lin. Da! Chen Lin, Zelle Nummer 9. Hm. Mama, auf hier. Na klar. Junge, war das knapp. Merke niemals vor Schniekeherren auf. Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunken machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Bitte. Mhm. Der gute Booker macht sich aber auch echt schlecht, ne? Das Buch für den Uhrenladen. Ja, geil. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal in den Uhrenladen. Von da kommen wir. Dann gehen wir, wenn wir hier fertig sind, nochmal in den Uhrenladen. Dechiffrieren das? Erinnert mich bitte daran. Ich habe die Befürchtung, ich vergesse das. Was? Sag uns, was du über den Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du es verstehst. Oder sollen wir Mrs. Lin auch herholen? Schütte mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Hier so. Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Tiere werden besser behandelt. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten. Ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern. Ich höre ist hier das gerade nicht grausam? Was. Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein, anscheinend nicht. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Aber hier ist kein Blut, nur davor. Das heißt, da drin ist erstmal nichts Schlimmes passiert, ne? Oh. Ich glaube, die Birne braucht er nicht mehr.
Welche Nummer ist das? Okay, dann mach mal die auf. Deswegen brauchst du auch nur 5 Lockpicks. Geschafft. Für die Kasse. Was haben wir hier? Schnelle Hand. Nachladezeit. Was haben wir jetzt gerade? Okay. Danke. Hier ist ein Schloss. Na klar. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. So. Hör doch auf, von deinen komischen Hyänen zu reden. Das kennen wir doch aus der Statue, wo wir sie hier rausgeholt haben. Scheint so eine Standardstatistik zu sein. Viel wird gespeichert. Ich glaube, ich soll hier drauf drücken. Der sieht so ein bisschen tot aus. Oh, haben die den zugerichtet? Zu spät. Verdammt. Hank. Das hat er gemeint. Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod? Ist tot. Was? Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr von... Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tot. Hör zu. Und so? Am Leben. Booker. Shen Lin. Langsam wird's peinlich. Man muss ihn etwas anstupsen. Was? Kopf. Wir könnten ihm eine Zeichnung machen. Ja, bitte malt es mir auf. Ach, dein Schweigen verrät dich, Bruderherz. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Und wechseln Sie. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Wir haben, glaube ich, keine andere Wahl. Kann das sein? Warte, ich will erst in den Uhrenladen. Jederzeit öffnen. Ja, ich will aber erst in den Uhrenladen. Sorry, das muss warten. Ich glaube, ich habe das noch nie dechiffriert. Weil ich immer direkt durch den Riss gegangen bin und mir gedacht habe, ja, da gehen wir irgendwann mal in den Uhrenladen. Ja, fick dich, Uhrenladen. Entschuldigung. Das wird so nichts. Einmal den ganzen Weg zurück. Nope. Hup, hup, hup. Du.
Oh. Hello. Gut. Aber hier war ich noch nie drin. Hey, da ist dein... Wo? Wo? Wo denn? Hä? Sie hat doch gerade gesagt, da ist ein Lockpick, aber wo? Deep, deep. Geld. Nice. Danke. Ja, ja. Komm, ich will noch mal kurz in den Uhrenladen. Ja, komm. Uhrenladen! Und dann kommen wir in das andere Columbia. Shantytown. Ah, jetzt der Uhrenladen. Factory. Shanli. Nope. Doch, Shantytown? Ist das hier der Uhrenladen? Nein, da kommen wir nicht lang. Hä? Oh, ich bin jetzt echt zu doof, den Uhrenladen zu finden. Hier ist die Wäscherei. Ah, Musik. Sie kommt aus dem Rister. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Was denn jetzt? Oh, ich bin so doof. Warum habe ich mir das nicht gemerkt? Bist du der... Du bist auch nicht der Uhrenladen, ne? Nope. Warum bin ich so? Ah, gefunden. So, die Schiffe. Gut, eine Sekunde. Die kaputte Uhr schlägt um Mitternacht. Welche Uhr? Die hier scheint's zu sein. Stell sie auf Mitternacht. Ich kam nach Columbia, weil ich an Gott und an die Ehre glaubte. Aber Slate hat mir klargemacht, es liegt nichts Göttliches darin, seine Brüder aus der Gemeinschaft der Menschen auszuschließen. Und es ist nicht ehrenhaft, diejenigen zu verteidigen, denen der Begriff Ehre fremd ist. Vielleicht gibt es im Finken noch wen, der es wert ist, dass ich ihm diene. Verrückt. Einfach verrückt. Okay, und zurück. Ist ja nicht so weit. Ich bin nur froh, dass Booker keine Ausdauerleiste hat. Hm.
Schipper. Au. Ja, das sind Handschellen oder Fußschellen, je nachdem, wo man sie befindet. Hier ist Geld. Danke. Hier, Booker. Gut so. Oh, jetzt wieder die 3000 Treppenstufen hinunter. Hui. Hui. Wenn der Weg nur nicht so weit wäre. Bereit? Ja. Okay, öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Das... Repetier. Das denke ich auch. Vox Populi Crime Board. Okay, der Typ ist gleich geblieben. Außer, dass hier auf einmal viel, viel mehr Leute eingesperrt sind. Die Frau von dem Schlitzauge hat mächtige Freunde. Komm, wir brauchen die Zelle. Er hat also überlebt. Ich kapier nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir... Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Hier ist der Vogel tot. Vorhin hat er noch gelebt. Wow. Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Booker, sie... Die haben alle Nasenbluten.
Ich bin angeekelt. Angeekelt. Wieso bin ich noch hier? Ich hasse einen von mir. Wen hasse ich? Ich weiß es nicht. Hier sind zwei. Welche ist das ich? Und welcher hasst wen? Was machen wir jetzt? Was ist mit ihnen? Sie in sich. Woran denn? Daran, tot zu sein. Was geht hier vor, Sandsmore? Als mein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an Ihren Männern vorbeikamen und was Sie im Keller wollten. Gelee, ja, so ein bisschen, ne? Aber ich find's auch komisch, wenn ich mich daran erinnern könnte, tot gewesen zu sein. Und dann stehe ich aber auf einmal wieder da und alles ist okay. Probier's doch. Ich kann nichts finden. Unser Gegner davor. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Ja. Nicht nur du, Booker, nicht nur du. Weil ab jetzt wird das Spiel nämlich richtig crazy. Das war erstmal alles nur Vorgeplänke. Oh, hier ist ja noch was. William R. Foreman, the First Lady. Ist das der Jungfernflug? Scheint fast so, ne? Wein auf dem Klo. Wer hat es nicht? Nee, hier ist nur der Whisky. Lass mich raten, Frauentoilette, Herrentoilette? Ah. Bei mir steht Bier. Legit, würde ich sagen. Ist das das Gleiche, was wir vorhin schon mal gesehen haben? Die Errungenschaft Tourist. Nice. Und bevor ich hier jetzt weitermache, weil es gerade so schön gespeichert hat, mache ich Schluss für heute. Es ist fast 9. Ich glaube, es ist ebenso legit, dass ich hier einmal mein... Was? Ja, Basti. Nicht was, sondern ist so. Ja, 4 Stunden, aber ich muss morgen wieder arbeiten. Was soll ich tun? Nächste Woche habe ich Urlaub. Erst 4 Stunden streamt, dann fehlen noch 10. Ich muss morgen arbeiten.
Im Gegensatz zu manch einem anderen muss ich morgen arbeiten. Heißt, wir sehen uns morgen und... Hallo, Dobby, ich mach gerade Schluss. Du kommst zum Tschüss sagen. Hi. Genau, vielleicht möchtest du ganz kurz nochmal die Frage des Tages beantworten. Habe ich schon erwähnt, ich werde morgen liegen bleiben. Hä, wie jetzt? Ja, ich muss morgen arbeiten. Ich habe morgen keinen frei. Nächste Woche habe ich erst Urlaub. Aber diese Woche muss ich nochmal schaffen. Deswegen ganz normal bis um 9. Nächste Woche und übernächste Woche gucken wir mal, wie es aussieht. Da werde ich wahrscheinlich so wie ich Bock habe, ne? Ich esse zu Ende, dann geht's bei mir mit Control weiter. Sehr gut, Basti. Dobby, dann weißt du, wo du hingehen kannst. Womit soll ich denn jetzt was anfangen? Mit Geld? Ja, weiß ich ja nicht. Wenn du sparen musst, wenn du dein Geld sparen musst, ja natürlich, dann muss man sich halt überlegen, worauf könnte man verzichten. Darüber können wir aber gleich dann bei Basti quatschen. Er ist ja noch am Essen. Das heißt, ich mache hier einfach jetzt schon mal Schluss. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Und ganz wichtig, bleib gesund. Bis dann, tschüss. Achso, das ist gemeint. Ja, Dobby, das ist gemeint. Bis morgen.